am Bastelkeller in Münsterland. Ja, hat einige Zeit gedauert, bis er sich mir wieder gemeldet hat. Aber bei dem Wetter diesen Sommer, ich hatte einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Und wenn es dann mal nicht so ein gutes Wetter war, dann sind wir viel Fahrrad gefahren. Dafür gibt es ja hier in Münsterland reichlich Gelegenheit. Ja, und so ein bisschen nebenbei habe ich ja auch noch gemacht. Hat eine neue Bandsäge gegeben. Dafür braucht man natürlich wieder Platz. Erzähle ich auch gleich ein bisschen mehr. Dann, da war so ein digitaler Bilderrahmen war über. Und ja, der Holzhandy, der hat mal vor, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahren sowas Ähnliches gemacht. Wer also Lust hat, darauf zu erscheinen, der schickt mir einfach sein Logo als Datei. E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Kann natürlich nicht garantieren, dass das immer im Bild ist, aber ist eine Stickerwand genauso wenig. Ja. Ich zeige euch, was ich hier noch geändert habe, so ein bisschen. Die war nicht viel, aber wie gesagt, einfach dem guten oder war es schlechtes Wetter. Also für mich war es dieser Sommer eher schlechtes Wetter, weil nicht auszuhalten. Also mir liegt das nicht. Jo, ich würde mal sagen, ich zeige es euch. Ja, Leute, was gibt's Neues? Ja, nicht wirklich viel, aber immer so Kleinigkeiten. Ich habe mir zum Beispiel so eine kleine Fräse gekauft, da habe ich zum Anlass genommen, die Schubladen mal wieder aufzuräumen. Da konnte so einiges raus. Es mussten Halterungen gebaut werden für das Zubehör und so weiter, damit es nicht alles durcheinander fliegt. Also, die gehört jetzt hierhin. Nee, gar nicht. Die gehört dahin. Dann hat es Zuwachs gegeben, hier auch noch eine neue Bandsäge, eine größere. Dadurch gibt es natürlich wieder ein Platzproblem. Ich weiß nicht, wohin damit. Ja, das Einzige, was mir eingefallen ist, die muss da hinten an die Wand. Und dafür muss die Schleifstation weg. Und die kommt dann dahin. Nämlich hier neben dem Schrank. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Dann geht die Tür noch vernünftig auf. Die Maschinen kann ich zur Seite schieben, wenn es dann mal hier um die Ecke gehen muss. Steckdosen versetzen. Ja, und da kann ich euch, könnte ich euch zu mitnehmen, aber das ist so individuell. Ich denke, das interessiert kaum jemanden. So, mal ein kurzer Zwischenbericht. Die Schleifmaschine, die da war, sollte ja nach da. Aber ich war so schlau und habe die Grundkonstruktion neu angestrichen und die hängt jetzt schon 2 Tage und ist immer noch richtig durchgetrocknet. Also wird es auch noch ein bisschen dauern. Da drüben sind ein paar Steckdosen hingekommen. Genauso wie ich die höher gesetzt habe, die waren zu tief. Übergeblieben sind natürlich so, ich sag mal so 50 Dübellöcher. Die muss ich auch noch alle wieder verschmieren. Anstreichen werde ich es wohl nicht neu. So, weil da die Steckdosen hingekommen sind, musste die Pinnwand weiter rüber. Und weil die Pinnwand weiter rüber kam, sind die Wasserwagen, die ursprünglich mal da hingen, da oben hingewandert. Und somit ist immer ein Teil nach dem anderen. So, und eigentlich sollte die Bandsäge so stehen, wie sie jetzt steht. Aber dann steht die mir viel zu weit im Weg. Die Folge ist, sie wird also in die andere Richtung kommen. Ich lese mal. So, die muss so weit rüber, damit ich die Tür richtig loskriege. Und ja, jetzt habe ich natürlich nach hinten keinen Platz zum Sägen. Also muss die häufig nach vorne gezogen werden. Theoretisch könnte ich dafür die Beine sogar, ja, die Welle ist nicht lang genug, aber die Löcher werden da, dass ich die
die Rollen zu einer nach hinten machen könnte, habe dann aber keinen Hebel mehr, um da anzufassen. Das wird nämlich dann viel zu schwer, das Ganze. Also müssen da nochmal wieder irgendwie einen Unterbau drunter, dass ich da vier vernünftige Rollen runterkriege. Denn so ist der Standort einfach zu dicht an der Wand. Da kann ich gerade mal 30 cm lange Sachen mitschneiden. So, und deswegen ist jetzt erstmal für heute wieder Feierabend. Ich warte, bis das Ding trocken ist. Und dann geht es hoffentlich morgen weiter. Vorbereitet habe ich da schon was. Die Lampe habe ich schon umgebaut. So, da ist meine neue Schleifecke oder zumindest für zum Bohrer anschleifen und so weiter, Schraubendreher nachschleifen. Sieht etwas seltsam aus. Ich habe es ja so hochgebaut, aber das ist dieser Anschleifvorrichtung hier geschuldet. Die muss nämlich auf Höhe der Mittelachse der Schleifscheibe sitzen. Dürfte sogar noch ein kleines wenig höher, aber so geht's schon. Den Wasserbehälter, den ich da sonst neben sitzen hatte, den habe ich jetzt einfach so darunter gemacht. Diese Anschleifvorrichtung, ich würde sie aber nicht empfehlen. Wer etwas mehr Geld ausgeben kann, soll lieber, gibt zu viele Sachen. Aber dies ist jetzt nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. So, zum Anfang hatte ich schon mal so einen Rundumschlag gemacht. Also da ist die Tür zur Garage. Da steht jetzt die Säge, habe ich auch noch mal was zugesagt. Frästisch. Da ist die Ecke für Schleifen. Da könntet ihr erscheinen, wenn ihr wollt. Die Bohrmaschine ist immer noch zu hoch, wird auch wohl erst so bleiben. Da sind schon angefangene Projekte. Der nächste Weihnachtsbasar steht vor der Tür. Da seid ihr normalerweise drauf. Da Ja, und da ist meine Mörderschleifmaschine. Da wird sich auch noch mal was ändern, aber sicherlich nicht die nächsten Monate. Ja, und wie gesagt, der nächste Weihnachtsbasar steht fast ein paar Monaten an. Da werden noch einige Projekte kommen. Da wird das eine Rolle spielen. Und das wird eine Rolle spielen, ob es allerdings zum Weihnachtsbasar was wird. Kann sich auch auf Anfang nächsten Jahres hinziehen. Beinahe hätte ich es vergessen. Ich kann eine große Ölschieferplatte kriegen, 1,15 m x 1,15 m. Blendet euch die mal ein. Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Zum Wegschmeißen zu schade. Vielleicht habt ihr eine Idee. Falls ja, in die Kommentare. Vielleicht hat der ein oder andere einen Verwendungszweck dafür oder kann mir sagen, was man damit machen kann. Dann würde ich die nämlich nehmen. Das Ding wiegt aber nur mal so locker 100, 120 Kilo. Ist also nicht ganz so einfach zu transportieren. Und deshalb, bevor ich mir die hier hinhole und dann stehen lasse über Jahre und die dann doch anschließend wegschmeiße, dann kann ich vielleicht eure Ideen verwirklichen. So, das war's. Die nächsten Projekte sind wieder Macherprojekte, wenn man so sagen will. Denkt an die Dateien. Ansonsten kommentieren, abonnieren, Glocke, kommentieren. Das war's. Bis dahin alles Gute und gut kochen.